Da ist eine Pistole unten. Das ist das Ruheabteil. Sprich hier mit deiner kleinen inneren Stimme, Junge. Da ist eine Pistole. Mit mir. Ich bin bereit. Du bekommst mich neu und verbessert. Denn wenn man Frieden in die Welt trägt, bekommt man Frieden zurück. Ich glaube, du vergisst, was du beruflich machst. Nimm die Waffe. Bei jedem Job, den ich mache, stirbt jemand. Dieser Typ bin ich nicht mehr. Manche Konflikte erfordern eine Waffe. Hey, das ist nice. Okay, was schnappe und oder greife ich mir? Ein Aktenkoffer. Du sagtest, wenn du zurückkommst, willst du einen einfachen Job. Einfacher geht's nicht. Du hast auf mich eingestochen? Ich ruiniere dein Leben, wie du meins ruiniert hast. Alter, ich kenne dich nicht mal. An dem Job ist nichts einfach. Hier geht noch was anderes ab. Ja, ich bin nicht der Einzige in diesem Zug, der nach diesem Koffer sucht. Lemon? Hm? Wo ist der Koffer? Oh, hab ihn versteckt. BMW noch hier? Wir liegen voll im Zeitplan. Alles, was dir jemals passiert ist. Das sticht, Bitch! Hat dich hierher geführt. Schicksal. Das ist ein Scheißdeal. Onumi Monowai Kagadesuka. Nein, danke. Wissen Sie was? Haben Sie irgendwas mit Sprudel? Genau das, danke. Domo arigato. Sicher, du willst das nicht ausdiskutieren? Nicht wirklich, nein. Okay. Ich sag, wie es ist, habe ich Bock drauf. Finde ich, sieht gut aus, sieht völlig überdreht aus, sieht aber auch nach guten Kampfchoreografien aus, nach ein paar coolen Sprüchen. Und ich mag auch die Farbpalette, die durchaus ein bisschen quietschig daherkommt. Dazu Hochgeschwindigkeitszug, was das Ganze noch so einem futuristischen, im asiatischen Raum stattfindenden Touch gibt. Und damit war es der Trailer zu Bullet Train, den uns Sony Pictures voraussichtlich ab dem 14. Juli 2022 in die deutschen Kinos bringt. Ein Actionfilm und der neue Actionfilm von David Leitch. Und David Leitch, das ist oftmals ein bisschen großspoilig, ein bisschen hingepost, aber immer wieder auch richtig coole Action und Brad Pitt als Hauptdarsteller geht ja irgendwie immer. Aber neben ihm hat man unter anderem noch Leute wie Logan Lerman dabei. Wir sehen Aaron Taylor Johnson, Michael Shannon soll mit dabei sein, Zazzy Beetz und die Geschichte eines Ex-Profi-Killers, der sich in einem Zug wiederfindet und mindestens anscheinend auf einen Typen trifft, mit dem er noch eine Rechnung offen hat. Einen Koffer mittendrin und irgendwas soll es noch mit seinem Sohn zu tun haben. Kurzum, der Trailer verrät mir nicht zu viel. Ich krieg aber Bock auf diese Art von sehr überstyltem, brutalen aufeinander losgekloppt und die Präsentation der Waffen. Irgendwie, es spricht mich einfach an. Habe ich Lust drauf? Geht's euch auch so bei Bullet Train oder sagt ihr, oh mein Gott, was ist das denn? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.